Ja, aber wo tue ich die Lampe hin? Hä? Ich raff's grad nicht. Ich glaube nicht, dass Arbeit. Was muss ich hier tun, bitte? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Ah, jetzt macht er es, nachdem ich 5-mal drauf geklickt habe. Noch immer kein Licht. Ja, ich denke mal, da wir jetzt nur noch an einer Location sind, dass jetzt hier gleich endet. Wir können ja, während wir hier so rumsuchen, mal ein bisschen spekulieren. Ich glaube ja, die Voodoo-Priesterin steckt mit drin. Weil das hier auch so nach einem verfickten Voodoo-Ort aussieht. Ich mag ja Voodoo, ne? Aber die hat bestimmt Dreck am Stecken. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die noch mal sehen. So. Sehr, sehr sicher. So, jetzt fehlt nur noch der Pfeil. Okay. So, wir haben jetzt einen Kescher und damit fangen wir jetzt Glühwürmchen. Und die stecken wir jetzt in die Lampe. Ich spüre, dass ich beobachtet werde. Ja, von diesen, zur Zeit die Kurve zu kratzen, von diesen Ziegenjungen hier. Das Böse ist hier, ich kann es fühlen. Aber wo? Was muss ich hier tun? Es gibt hier nichts anzuklicken. Ach so, ich muss dieses Ding benutzen. Ah. Entschuldigt, ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht gesehen, dass dieser Sack grinst.
leuchtet und ich habe eh vergessen, dass es ihn gibt. Der Schädel zählt einfach nicht, weil der einfach fester Bestandteil der Treppe ist. Was ist das denn hier für ein dummes Gucken? Also, guckt euch mal diese Fresse an. Ja, ja. Bei Animal Crossing gibt es so ein Rentier oder so, so ein Hirsch oder so. Der heißt Martin, der ist auch so ein bisschen. Wenn er ein Krokodil wäre, würde der so aussehen wie das da oben. Ich mag den voll, der ist lustig. Und wenn man bei dem ins Haus geht, dann hat der irgendwie so ein Berglied laufen. Also so richtig so. Könnte aus dem Heidi-Soundtrack sein, das ist so geil. Also der ist schon ein bisschen dumm. Und ich bin auch dumm oder blind zumindest, weil ich diese dummen Schädel nicht finde. Oh. Oh, ich habe jetzt einfach mal irgendwo hingeklickt. Und bam, einen gefunden. Das war gut. Der war jetzt gar nicht mal so unauffällig. Ich stream solche Sachen mittlerweile echt lieber mit euch. Ihr findet sowas eher als ich. Aber nächsten Mal streamen wir Silent Hill weiter, versprochen. Los, leuchte, danke. Entschuldigung. Das Böse wird mächtiger. Also der Soundtrack ist schon ziemlich gut. Ich meine, die Voodoo-Priesterin hat uns dieses Säckchen gegeben und selbst wenn sie es gut meint, woher wusste sie, dass wir es überhaupt brauchen werden? Einer noch. Ich bin gut vorangekommen. Und den einen finde ich trotzdem nicht. Wie immer. Zum Glück habe ich dieses Säckchen. Diese Gräber und Grüfte. Könnte Großvater in einem von diesen sein? Dieses Bildnis, diese Bildnisse ähneln meinen Vorfahren. Einige der Fragmente lagen auf dem Friedhof verstreut. Wohl doch noch mehr als erwartet. Ich spiele das aber jetzt in einem Rutsch durch und dann gucken wir einfach mal, wie viel Parts ich dahinter herausschneide.
also nicht rausschneide, sondern wie viel ich daraus mache. So. Rausschneiden tue ich gar nichts. Nicht mal, wenn ich niese. Bitte ist ein gehörnter Mann. Totes Haustier, what the fuck? Der gehörnte Mann der Teufel. Aber wenn ja, sehe ich den hier nirgendwo. Allzu viel fehlt uns gar nicht mehr. Noch das tote Haustier. Und der gehörnte Mann, der garantiert der Teufel ist, den ich aber einfach nicht finde. Hä? Ach fuck, da war ja auch noch ein X. Wollte schon sagen, wo ist das der gehörnte Mann? Verarsch mich nicht. Mist, das X brauchten wir ja auch noch. Hätte ich das gewusst, hätte ich keinen Tipp genommen, weil das hätte ich garantiert auch so gefunden. Ah, blöd. War eine Schnecke oder sowas? Mili. Warum muss ich runtergehen? Sind hier auch noch Fragmente? Ja. An diesem Ort wurde meine Familie begraben. Das ist das Grab meiner Mutter. Wer würde mich hierher führen wollen? Was hat deine Mutter für ein gruseliges Grab? Mit den Engeln ist schon nervig gerade.
drei Herzen, Schmetterling. Wir müssen hier, eigentlich muss man viel mehr Gegenstände finden, als da stehen, weil man ja von manchen so viele finden muss. Hier ist auch kein Schaf, das ist eher eine Ziege. Waldspitze, ja. Okay, ich bin weitergekommen, als ich dachte. Oh, ja, den Vogel da drin habe ich gesehen, aber das Schaf drumherum nicht. Das Grab meines Vaters.